Peace Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Hauptkanal. Leute, Wochenende steht vor der Tür, wir haben Freitag und wir reagieren auf ein Video vom lieben Justin. Ich wurde zu Hause überfallen, Richard Mill und Schmuck. Hört sich auf jeden Fall nicht so gut an. Peace Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ihr habt wahrscheinlich den Titel gesehen und deswegen auch erschrocken auf das Video geklickt. Ich muss euch leider sagen, das Video ist kein Clickbait, der Titel ist 100% echt und alles, was ich hier in diesem Video sagen werde, ist auch 100% so passiert. Und also, um das mal vorwegzunehmen, ich war ja vor anderthalb Wochen auf dem Shinny-Konzert, auf der Unstoppable Tour, und Justin war auch da, der saß ein paar Plätze neben mir. Und ich verfolge Justin ja auch, hier auch im Stil echt im Peso-Hoodie. Justin ist jetzt nicht so, also der ist schon sehr schmächtig. 22 ist der, glaube ich. Und Real Talk, ich habe mich echt gefragt, also der flext ja auch jetzt nicht großartig mit seinen Sachen rum. Der zeigt halt, was er sich gönnt mit seinen Diamanten, mit seinen Uhren und so. Aber Real Talk habe ich mir immer schon gedacht, es wäre so einfach, den zu überfallen. Er hat zwar schon oft gesagt, er ist nie allein unterwegs. Er hat auch immer was dabei, um sich zu wehren. Aber nichtsdestotrotz, der ist. Also ich bin 1,84. Ich würde jetzt mal schätzen, Justin ist so 1,70. Sehr schmal gebaut. Also er könnte alleine wahrscheinlich auch gar nicht irgendwie unterwegs sein, weil der safe sofort irgendwie versucht. Man würde sofort versuchen, ihn abzuziehen. Und deswegen. Also es ist auf jeden Fall übertrieben scheiße, gar keine Frage. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich es ihm gönne, auf gar keinen Fall. Aber ganz ehrlich, ich habe mich echt gefragt, wann es passiert. Und leider Gottes kein Clickbait. Ich habe lange überlegt, ob ich das Video hier machen soll. Das Ganze ist jetzt genau eine Woche her und ist was Unfassbares passiert. Ich bin mittlerweile so halbwegs drüber hinweggekommen und ich war auch 3 Tage in London, hab ein bisschen den Kopf frei bekommen und so. Die letzten Videos waren vorproduziert, deswegen, da waren halt alle Sachen noch da. Und vorab kann ich sagen, mir ist nichts passiert. Ich bin kerngesund und das ist auch das, was die Hauptsache ist. Mein Schmuck und meine Uhr, die weg sind, sind versichert. Und deswegen, auch wenn es nicht so wäre, wäre es halb so wild, weil so mir geht's gut. Das Schlimme ist halt nicht so. Das ist übrigens immer die Hauptsache. Heutzutage wird man ja für ein Handy schon abgezogen. Wenn ihr auf der Straße überfallen werdet, rückt die Sachen einfach raus. Ohne Witz. Glaubt mir, rückt die Sachen raus. Es sind Sachgegenstände, es sind Gegenstände, die nicht aufzuwerten sind oder aufzuwiegen sind mit eurer Gesundheit. Ich habe schon Stories gehört, da sind Leute für ein Handy oder für 10 Euro irgendwie abgestochen worden. Von daher, wenn ihr mal in so eine Situation kommen solltet, Gott behüte euch vor solchen Situationen, dann rückt die Sachen einfach raus. Die Sachen kann man sich einfach immer neu kaufen und eure Gesundheit könnt ihr euch einfach nicht neu kaufen. So, dass die Sachen weg sind, sondern wie es passiert ist und das wollte ich euch heute mal erzählen und ich habe mit der Polizei gesprochen, also das Video hier abgesprochen, die haben gesagt, ich darf das machen, ich weiß, was ich halt sagen darf und was nicht, um die Polizeiarbeit nicht einzuschränken und wollte euch halt einfach mal ein Update geben. Das sind jetzt hier keine Promo-Zwecke, sondern einfach, ich nutze jetzt mal diese große Reichweite, die ich halt hier auf diesem Kanal habe, um halt damit vielleicht irgendwelche Spuren zu gewinnen. Und ich sage euch jetzt schon, falls, sorry für das Rumgekatte hier, also ich bin natürlich nicht alleine so, ich bin halt eigentlich nie alleine und renne nie alleine rum. Und das erwähnt er eigentlich auch öfter mal. Hab auch immer was dabei, um mich zu wehren, nur halt jetzt bei diesem einen Zeitpunkt halt zufälligerweise mal nicht. Deswegen, ich habe kurz das abgesprochen, wie ich das am besten sage. Und zwar ist es so, falls ihr, Tipps habt oder Spuren oder so und die 100% ernst sind und dieser Tipp zur Ergreifung des Täters führt, setze ich aus eigener Tasche eine Belohnung von 7.000 Euro da drauf. Also falls... Ja, also er kann sich auf jeden Fall erlauben, 7k aus eigener Tasche. Ist für ihn wahrscheinlich auch viel Geld, gar keine Frage. Für einen Außenstehenden noch mehr Geld als für ihn, aber 7k ist schon...
auf jeden Fall eine Ansage. Dass jemand einen Tipp hat oder aus dem Umfeld des Täters ist und 7000 Euro ja, gebrauchen kann. Das ist auch geil, ne? Hashtag 31er. Und dieser Tipp auch 100% ernst ist, der damit zur Polizei geht und das Ganze auch aussagen wird und man dadurch wirklich den Täter findet, ja, bekommt er von mir aus meiner Tasche 7000 Euro und die Staatsanwalt gibt, glaube ich, auch ein bisschen was, aber das ist halt nicht annähernd zu viel, glaube ich. Naja, das dazu. Jetzt kommen wir dazu, ja, was genau passiert ist. Ich werde es euch jetzt nicht in den kleinsten Einzelheiten erzählen. Es war einfach ein ganz normaler Morgen. Ich bin aufgewacht um 10 Uhr oder so. Hab auf mein Handy geschaut, Sprachnotiz aufgenommen. Man hört in der Sprachnotiz noch, wie es klingelt. Ich so, shit, okay, ich muss zur Tür. Renn zur Tür, hab halt ein Display und sehe halt, wer klingelt. Und es war, ja, ein Paketbote. Ich darf jetzt wahrscheinlich das Unternehmen... Nein. Nein. Ernsthaft? Als... Ich schwör's euch, Leute, Dreistigkeit siegt im Leben. Also das ist krass. Also wenn es jetzt wirklich der Paketbote war, ich weiß nicht, vielleicht ist er jetzt auch durch den Paketbote irgendwie noch ein anderer mit ins Haus gekommen oder so. Aber wenn er als Paketbote verkleidet war mit, also das wäre schon, das wäre anders, ein anderes Level. Nicht nennen, aber Leute, seid in Zukunft vorsichtig, wem ihr die Tür aufmacht, weil der Paketbote war, wie sich halt im Nachhinein rausgestellt hat, kein Paketbote. Ja, krass. Heftig. Absolut heftig. Weil ich mir vorstelle, er nennt jetzt das Unternehmen nicht, aber die Paketunternehmen haben ja auch alle ihre T-Shirts an und so. Und ja, also im normalen T-Shirt, wenn da einer mit Paketen steht, dann würde ich ihm auch nicht die Tür aufmachen. Aber dann muss der ja schon, sagen wir jetzt mal, es wäre DHL gewesen. Dann haben die auch meistens, wenn nicht sogar so eine Kappe an, DHL-T-Shirt an in den Farben. Das ist anders heftig. Er hatte Pakete dabei mit Aufklebern von einer von einem Sneaker-Store, die mich beliefern. Ab und zu heißt, er wird sich, oder der Drahtzieher im Hintergrund wird sich mit meinem Kanal auseinandergesetzt haben. Und ja, er stand dann halt, ich habe aufgemacht, alle Türen aufgemacht und so, so Haus super einbruchssicher, aber halt nicht überfallsicher. Und man kann halt mir auch nichts vorwerfen im Nachhinein, weil... So, jeder hätte einem Postboten die Tür aufgemacht, vor allem er steht mit Sneaker-Paketen da und so weiter. Und ja, dann. Also hundertprozentig hätte ich auch gemacht. So, da rechnest du nicht mit. Steht halt vor meiner Tür, sagt, ich müsste halt den Ausweis sehen. Kam mir plausibel vor, weil das ein Postbote war, den ich bisher noch nicht gesehen habe und er wahrscheinlich nicht jedem random dann die Tür, die Pakete übergibt. Genau. Ich zeige ihm meinen Ausweis, er nimmt ihn, schaut den Ausweis an, lässt Pakete und Ausweis fallen und geht sofort auf mich los, fängt an, mich zu würgen. Ich hab... Heftig. Ich stell mir das gerade, also... Du denkst ja dann auch, keine Ahnung, okay, jetzt ist vorbei. So, du weißt ja nicht, was jetzt passiert. Absolut heftig. Immer was da, um mich zu wehren. Und in der Situation, 10 Minuten nach dem Aufstehen, noch im Halbschlaf, nichts ahnt, beim Pakete annehmen. Man hat dann auch nichts machen. Das war wirklich ein geisteskranker Moment. Vor allem, ich... Er war die ganze Woche vorher frühstücken und weiß nicht, dann war es wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass er es probiert hat. Und ich habe halt einen Tag vorher noch, das war 2 Tage, nachdem das mit Pop Smoke passiert ist, für die, die es nicht mitbekommen haben. Pop Smoke ist ein amerikanischer Rapper, der vermeintlich überfallen wurde, ausgeraubt wurde in seinem Haus und danach erschossen wurde. Und in dem Moment, ich hatte 2 Gedanken im Kopf, bitte nicht das, bitte nicht genau sowas. Und das andere, bitte wache ich auf, bitte ist es nur ein Traum. Beides nicht der Fall, das eine zum Glück, das andere leider. Ja, dann hat man ja meine Uhr, also meine Richard Mille, im Wert von, also das ist jetzt kein Flex, ich bin offen mit euch, die Uhr ist 84.000 Euro wert. Ich habe mit der Uhr auch ein bisschen Gewinn gemacht schon, bekomme von der Versicherung halt nur den ursprünglichen Betrag zurück. Ist halt so, aber ist okay. Ursprüngliche Wert war, glaube ich, 80.000 oder so? Ja, die Richard Mille ist weg. Ich blende euch Bilder von den Sachen ein. Also falls ihr auch dazu irgendwelche Hinweise habt, wendet euch gerne an die Polizei. Meine Babe-Kette ist weg von Keno. Meine Schlangenkette ist weg von Gigi & Co. Meine Peso-Kette ist weg von Keno. Und meine Dior-Kette ist weg, die ich nachträglich bei Marc besetzen lassen habe.
Die ganzen Sachen waren in meiner Louis Vuitton Schmuckschatulle aus Leder. Ihr seht, alles eingeblendet. Und ja, der Täter hat diese ganzen 6 Sachen mitgenommen. Das einzige Iced Out Piece, was ich noch habe, ist halt mein Ring. Der lag im Badezimmer und ich hatte... Also das ist wirklich krass. 4 Ketten, Uhr plus die Louis Schatulle. Er hat den Preis von der Richard Mille gesagt, 84k, beziehungsweise... Gehen wir jetzt einfach mal, wir sagen jetzt einfach mal 80k, auch plus die anderen Ketten, sagen wir jetzt mal 15, 20, also irgendwo über 100, ich würde mal sagen so zwischen 105 und 110.000 Euro haben die, oder hat der Paketbote da mal eben erbeutet. Den einfach vorab einfach dahingelegt, plus ja, meine Patek. Meine Patek ist auch da. Die stimmt, stimmt. Patek, was ist mit... Die hat er noch? Lag hier in der Wohnung rum, nicht in der Schmuckschatulle. Und sie wurde nicht gesehen. Ah, und krass. Ja, ich mache das Video hier auch aus politischen bzw. strategischen Gründen. Aber was ich mich jetzt frage, die, also ich bin absolut nicht in diesem Uhren-Game drin, aber eins weiß ich, das ist ungefähr das gleiche, wie wenn man Sneaker verkauft. Wenn du die Quittung nicht hast, dann bringen dir die Sneaker halt gar nichts. Und jetzt ist halt die Frage. Wenn die nur die Uhr mitgenommen haben, wenn die Papiere mitgenommen haben, dann wird's kritisch, weil dann kriegt man die Safe irgendwo locker verkauft. Ohne Papiere, ohne Nachweis, dass die Uhr von dir ist, dass du die gekauft hast, bringt dir die Uhr gar nichts. Also da kriegst, also du wirst sie schon verkauft kriegen, weil du immer noch nachweisen kannst, dass das eine echte ist bei jedem Juwelier. Die fragen natürlich nicht nach den Papieren, aber du wirst keine 80k dann für die Uhr kriegen. Ich kenne mich da so preistechnisch absolut nicht aus. Die Hälfte, ein Viertel, keine Ahnung. Ist immer noch viel von 80.000, aber du wirst halt nicht den vollen Preis kriegen. Falls die Täter das sehen, wovon ich ausgehe, weil sie sich in meinem Kanal auseinandergesetzt haben, bei mir ist nichts mehr zu holen. Ich habe die Papiere von der Richard Mille, die Box von der Richard Mille und die Papiere von der Patek, die Box von der Patek und die Patek selbst wieder zu Mark, also zu Cologne. Ah, okay, die haben die Box nicht, die haben die Papiere nicht. Ja, Jungs, also die Uhr kriegen die safe so öffentlich nicht weiterverkauft. Schwarz, ja, unter der Hand irgendwo, aber ohne Papiere, ohne Box, keine Chance. Nicht zum vollen Preis, wie gesagt. Und wenn es nur 20k sind, ist es immer noch verdammt viel Kohle, gar keine Frage. Downwatch gegeben, die sind da in einem Safe und man wird diese halt nicht mehr holen können. In meiner Wohnung befindet sich nichts mehr, was Wert hat. Ich habe nie Bargeld hier, gar nichts. Das Einzige, was ich hier hatte, war halt immer der Schmuck und meine beiden Uhren. Ich habe daraus gelernt und mir hätte halt auch in dieser Situation kein Safe geholfen. Also in dieser Situation hätte halt niemand was machen können. Man wurde gewürgt, wurde gesagt, wenn du mir jetzt nicht deine Sachen gibst, dann steche ich dich ab. Und ja, genau das ist das. Also ne, du wirst heutzutage für Schuhe abgestochen, für einen Zehner, für ein Handy, da machen die auch keine halben Sachen. Also da rückst du alles raus, selbst der Safe, du hättest die Kombination verraten, selbst wenn der dir halt nur ein Messer gezeigt hätte. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Natürlich wehrt man sich da nicht, sondern ja, man gibt halt einfach die Sachen ab, so ja, wie es halt auch einmal immer empfohlen wurde. Und das war schon ein krasser Moment für mich, einfach so, ja, keine Ahnung, zieh mich mit dem Messer auf der Straße ab, so, man kommt mehr klar so, als wenn es in den eigenen vier Wänden passiert. Es ist jetzt so, sowas kann nicht mehr passieren, weil man jetzt anders aufgestellt ist. Und ja, das ist wirklich geisteskrank. Ich wünsche das niemanden in einen Tag danach, also der Tag, nachdem das passiert ist. Das war für mich ganz, ganz krank in dem Moment. Also ich bin jetzt schon so drüber hinweg. Es ist so, okay, meine Freunde sind für mich da, Familie ist für mich da. Also alles sehr, sehr nice. Man hat natürlich auch anderweitig Kontakte, die vielleicht jetzt nicht auf dem offiziellsten Wege sind, die jetzt auch in anderen Kreisen nach diesen Sachen Ausschau halten und dafür einen da sind. Und ja, deswegen, ich bin an dem nächsten Tag natürlich direkt mit Freunden zu Cologne Watch, habe alle Sachen da abgegeben, dass die für mich verwahrt werden, weil ich hier halt nichts mehr zu Hause haben wollte. Und mich haben da auch, keine Ahnung, 4, 5 Leute nach Fotos gefragt. Ich war jetzt nicht sehr, also ich habe natürlich Fotos gemacht, aber ich war jetzt nicht so happy darauf wie sonst immer. Deswegen an die Leute, die da die Fotos mit mir gemacht haben, es tut mir sehr leid, dass ich jetzt nicht offen für Smalltalk und so war. Ich hoffe, ihr versteht das, aber ich habe gedacht, ich mache wenigstens überhaupt Fotos.
Ja, und im Nachhinein, keine Ahnung, ist mir halt einfach nochmal klar geworden, auch wieder ohne Flex jetzt, was man halt für einen Status so mittlerweile hat, dass Leute es auf einen abgesehen haben, auf die materiellen Sachen und so. Und das ist schon sehr, sehr krank. Deswegen, keine Ahnung, es werden jetzt vielleicht, wird jetzt nicht jeder von euch eine Richard Mill zu Hause liegen haben, aber es gibt bei jedem vielleicht irgendwas zu holen und deswegen seid auf jeden Fall vorsichtig. Also, ja, ist wahrscheinlich so, aber das ist halt das Ding, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, dann ist der Fokus halt nochmal viel, viel mehr auf dich gerichtet. Was nicht zu bedeuten hat, dass jetzt hier random klingeln gehen und irgendwo in die Wohnung reingehen, weil, wie er schon sagt, es gibt überall was zu holen und wenn es nur ein Fernseher oder so ist, ist einfach eine ganz, ganz geisteskranke Welt da draußen. Real Talk. Wem ihr die Tür aufmacht, kennt ihr die Leute. Habt ihr ein Türschloss, also so eine Kette, um das nochmal zu verriegeln, so um einzelne Sachen abzugeben? Hat man vielleicht eine Wohnung mit Portier und sowas? Kann halt dann gar nicht passieren. Ich weiß nicht. Also man muss sich natürlich in Zukunft da Gedanken machen. Also ja, ich bin auf jeden Fall drüber hinweg und sowas kann nicht mehr passieren. Ich bin besser aufgestellt. Freunde sind da. Ich laufe nie alleine rum. Man hat Sachen, um sich im Notfall zu wehren. Auch wenn es unschön ist und ja, das dazu. Ja, abschließend kann ich halt nur noch mal die Bilder einblenden und ja, der Täter war, also ich beschreibe ihn jetzt einfach mal und er hatte dunkel gelockte Haare. Ich glaube, die Polizei erstellt mit mir noch ein Phantombild. Er hatte dunkle, also nicht ganz dunkle Haut, aber so, ich würde sagen halb Afrikaner. War derjenige, der sich als Postmann verkleidet hat. Also es war einfach ein Paketbote. Er hatte eine Kappe von der Firma an, er hatte ein Polo von der Firma an. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es fake war. Auch die Pakete von dem Sneaker-Store, da waren einfach nur, war einfach eine Porzellanschüssel drin, die waren auch nicht frankiert. So, ich habe gar nicht, man achtet halt nicht darauf im Halbschlaf und es ist halt einfach ein Paketbote. So, es war alles fake, es war alles geplant und ja, die, wie gesagt, falls einer da Tipps hat, 7.000 Euro, falls das zur Ergreifung des Täters führt. Wendet euch gerne an die Kriminalpolizei Düsseldorf, falls ihr da ernste Tipps habt. Und ja, ich kann nur sagen, ich weiß nicht, was man sich dabei denkt und erhofft, weil den Schmuck, das sind Custom Pieces, die kannst du eigentlich nicht loswerden. Wenn du die einschmelzt, verlieren die krass an Wert. Die Uhr, die gibt es gerade so, wie ich sie habe, 7-mal auf der Welt, auf dem Markt, auf Chrono. Und also die kannst du halt nicht so leicht loswerden. Der Kriminalhauptkommissar meinte zu mir, derjenige, der das gemacht hat, der wird wahrscheinlich schon einen Käufer haben. Aber auch dafür zu riskieren, dass man wegen bewaffnetem Raubüberfall, keine Ahnung, ich glaube 6 bis 8 Jahre in den Knast geht, weiß ich jetzt nicht, ob sich das lohnt. Ja, das Problem ist, das ist den Leuten einfach komplett egal. Die denken darüber gar nicht nach, die sehen halt nur die materiellen Dinge, die da zu holen sind und scheißen da drauf. Nur die 80 K-Wert ist, keine Ahnung, für 15 bis 20 dann zu verkaufen, wenn er überhaupt das bekommen hat. Also ich weiß nicht, ich habe jeden Cent. Der zweite Schätzboss. Bisher in meinem Leben ehrlich verdient und dass jetzt sowas passiert, keine Ahnung. Es ist jetzt so, Leute, ich wollte euch nur informieren, dass in den Videos ja halt keine Fragen auftauchen. Ey, warum hast du nichts mehr von deinem ganzen Schmuck an und so? Und das wird auch erstmal eine längere Zeit so bleiben, nur dass ihr Bescheid wisst. Natürlich kann, ich sehe schon Kommentare, es war nur eine Frage der Zeit, wenn man das alles zeigt und so, aber... Er wird, ich will nicht sagen, dass er damit gerechnet hat, dass sowas mal passiert, aber wenn er schon von sich aus sagt, dass solche Kommentare kommen können, dann hat er vielleicht doch irgendwo damit gerechnet. Tut mir auf jeden Fall mega leid für ihn. Das soll es auch mit dem Video gewesen sein. Also, falls das jetzt hier Leute von mir sehen, auf meinem Hauptkanal und vielleicht ein paar aus der Umgebung kommen, wenn ihr was, wenn ihr vielleicht was wisst oder so, keine Ahnung, er hat ja ein paar Sachen genannt, wo ihr euch anwenden könnt, wenn jetzt Leute aus Düsseldorf das sehen, die Justins Video wahrscheinlich safe eher gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz, man kann ja versuchen, irgendwie zu helfen. Und ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.